Willkommen bei Windows PowerD und einer neuen Anleitung. Heute wollen wir uns ein wenig mit dem Edge Browser befassen, den ja fast keiner oder die wenigsten verwenden. Aber auch dafür gibt es hier News und diese wollen wir euch näher bringen und wir starten gleich. Also wie schon vorher erwähnt, geht es hier um den Edge-Browser, den leider Gottes sehr wenige oder fast niemand verwendet, weil er einfach zu viele Schwachstellen hat, angefangen von den Add-ons, von der Geschwindigkeit und von den Einstellungsmöglichkeiten. Microsoft hat das natürlich mitbekommen und arbeitet jetzt an einer Lösung. Und die Lösung sieht so aus, dass man hier einen neuen Browser rausbringt in Verbindung mit dem Google Chrome, der dann eben heißen wird Edge Chromium. Das Ganze ist nichts anderes, eine Mischung aus Edge und Chrome. Soll natürlich sehr, sehr schnell sein und sehr viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Diesen könnt ihr natürlich jetzt schon testen. Wir sind jetzt auf der Seite von Edge Developer, also Edge Dev, also die Entwicklerversion, die wir hier testen wollen. Wie gesagt, das ist noch nicht die finale Version, sondern eine Beta-Version, die ihr hier testen könnt, wenn ihr das wollt. Und was das genau kann, was man hier wirklich jetzt alles einstellen kann mit dieser neuen Version, das möchten wir euch hier zeigen. Wir sind hier auf der offiziellen Microsoft-Webseite und klicken nun auf Download Preview Builds. Und wenn ihr das angeklickt habt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten hier das Ganze herunterzuladen. Es gibt hier den Beta-Channel, hier wird alle 6 Wochen wichtige Updates installiert. Dann gibt es den Dev-Channel, den Developer mit einer wöchentlichen Aktualisierung und den Canary-Channel, hier wird alles täglich aktualisiert. Das wollen wir aber nicht, wir wollen hier nicht, dass wir jeden Tag aktualisiert werden, sondern wir nehmen, oder ich habe hier natürlich den Dev-Channel genommen, die Version mit einer wöchentlichen Aktualisierung. Das Ganze gibt es nicht nur für Windows, sondern wenn wir jetzt darauf klicken, sogar für Mac, Windows 7, Windows 8 und sogar 8.1. So einfach mal draufklicken, dann beginnt der Download von alleine und ihr müsst es nur noch installieren und dann können wir loslegen. Nachdem wir das Ganze installiert haben, wird es jetzt Zeit, dass wir den Browser mal starten. Das ist unser Logo, da klicken wir jetzt doppelt drauf und schon geht es los. Der erste Blick oder die Ansicht ist natürlich hier gewöhnungsbedürftig, aber was hier neu ist, man kann es sich nun nach seinen Wünschen anpassen, was man ja vorher nicht hatte. Wir wollen mal hier unsere Startseite auswählen und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit hier, was ich vorher nicht hatte, eine neue Seite hinzuzufügen, wie zum Beispiel so hinzufügen und schon habe ich eine neue Webseite hinzugefügt. Können wir auch gleich testen, wie schnell das ist, wenn wir das anklicken. Also ihr seht, das ist wirklich sehr, sehr schnell, damit hätte ich nicht gerechnet. Testen wir noch eine Webseite, die viele Bilder hat zum Aufbauen. Das wäre zum Beispiel YouTube. Gehen wir YouTube ein, ihr seht, mit nur einem Buchstaben hat er das sofort gefunden. Und auch hier werden die wirklich sehr, sehr schnell geladen, die Bilder. Ihr seht, hier wurde alles sofort geladen. Doch wie sieht es aus, wenn wir jetzt ein Video abspielen? Wir nehmen mal hier irgendein Video von uns. Hallo und herzlich willkommen bei Windows PowerD. Und ihr seht den Balken, wie schnell das Ganze hier geladen wird. Also das ist wirklich irre, wie schnell das geladen wird. Wir können ja das nachher im Vergleich zu einem anderen Browser testen. Es gibt ja auch natürlich auch die Möglichkeit, hier das Ganze mit einem Benchmark zu testen. Auch das zeigen wir euch. Aber jetzt schauen wir uns mal die Einstellungsmöglichkeiten an. Wir gehen also zu den Einstellungen. Und der erste Blick, was wir hier haben, ist Profile. Das heißt, ich kann mir hier Profile erstellen, falls mehrere Personen an einem PC arbeiten, kann sich jeder sein Profil erstellen, sprich mit den Seiten, mit der Darstellung und allen anderen Einstellungen. Mit den Kennwörtern. Hier habe ich die Möglichkeit, das Ganze gespeichert.
dass das Ganze gespeichert wird. Zahlungsinformationen kann ich hier zum Beispiel einfügen, Adresse und mehr, und ich kann hier auch natürlich importieren von verschiedenen Browsern. So, das nächste ist eben dann die Darstellung. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, das Design auszuwählen, hell oder dunkel. Jetzt habe ich ein dunkles Design oder vom System das übernehmen. Dann habe ich hier die Schaltfläche Startseite anzeigen, das wollen wir auch. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, was wir nicht hatten und was viele wirklich danach gesucht haben, dass ich eine neue Registerkarte aussuche mit einer benutzerdefinierten URL. Das heißt, hier kann ich nun eingeben, welche URL geöffnet wird, wenn ich eine neue Registerkarte öffne. Und das versuchen wir mal. Okay, jetzt muss ich mit www machen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Dann habe ich auch die Möglichkeit, hier die Favoritenleiste anzuzeigen. Den Schriftgrad kann ich, und ich habe hier sogar die Möglichkeit, jetzt die Schriftart hier einzustellen. Was wir noch machen können beim Starten, dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben, bestimmte Seite öffnen oder eine neue Registerkarte. Wir schreiben hier jetzt mal neue Seite öffnen, und da geben wir ein Die fügen wir jetzt hinzu und habe hier zusätzlich auch für alle derzeit geöffneten Registerkarten festlegen. So, Seite neue Registerkarte, auch hier neu. Ihr könnt hier das Design wählen mit fokussiert, Inspiration, Information, oder könnt euch das selbst machen. Benutzerdefiniertes am häufigst besuchten Bild des Tages oder Feeds. Das klicken wir mal weg, und jetzt sieht das Ganze so aus. Dann haben wir Datenschutz und Dienste. Da könnt ihr natürlich eure Browserdaten löschen, und habt ihr auch noch die Do Not Track, also nicht verfolgen, Funktion. Was ich hier jedenfalls vermisse, ist die VPN-Funktion. Die wurde hier noch nicht implementiert. Vielleicht macht ja das Microsoft noch. Was ich aber absolut spitze finde, sind die Webseitenberechtigungen. Das heißt, hier kann ich wirklich einstellen, welche App hier auf meine Hardware zugreifen kann, wie Kamera, Mikrofon, Cookies und alles. Das kann ich hier wirklich alles einstellen, sogar die USB-Geräte. Dann habe ich hier den Punkt Downloads. Hier kann ich den Standard-Download-Ort ändern. Dann habe ich zusätzlich die Möglichkeit, dass ich hier immer gefragt werde, wo das Ganze gespeichert werden soll. Möchte ich aber nicht. Sprachen wird gedruckt, da kann ich meinen Drucker verwalten. System kann ich hier zum Beispiel einstellen, dass die Hintergrund-Apps weiter ausgeführt werden, wenn Microsoft geschlossen wurde. Und dann kann ich das Ganze zurücksetzen. Was ich aber hier noch habe, wenn ich auf die Startseite gehe, ja, dann habe ich hier die Möglichkeit, also ihr seht, ich habe jetzt die Startseite gemacht. Und was ich aber hier noch machen kann, ist, wenn ich hier drauf klicke, kann ich mir jetzt das Ganze hier einstellen, was wir vorher ausgesucht haben. Inspirierend, informativ, da habe ich zusätzlich die Nachrichten, und das benutzerdefiniert, wie gesagt, da kann ich mir das ausblenden und kann sogar das Bild des Tages ausblenden. Das kann ich hier auch machen. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt einmal nicht das Design hier jetzt in Frage stellen, sondern wir wollen jetzt einmal das Ganze, die häufigsten besuchten blenden wir aus, sondern wir wollen ja wissen, was ich hier alles damit machen kann und wie schnell das Ganze ist. Wir werden jetzt mal den Benchmark unseres Browsers testen. Ihr seht hier gleichzeitig unser Betriebssystem, und wenn wir jetzt auf Browser klicken oder sehen, haben wir hier Chrome. Also was ich euch vorher schon gesagt habe, Edge arbeitet mit Chrome zusammen, Chromium. Und für viele, die es nicht wussten, auch YouTube gehört Google. Das Ganze passiert in 20 Schritten, und wir legen mal los und klicken auf Start. Und ihr seht hier die Schritte, 4 von 20. Und
jetzt wird hier natürlich alles auf Herz und Nieren getestet. Unser Benchmark, die Geschwindigkeit, einfach alles, wie gut der Browser wirklich ist. Das heißt, hier geht es nicht um die Geschwindigkeit eures PCs, sondern rein um den Benchmark eures Browsers. Und das seht ihr auch hier natürlich. Je nachdem natürlich, wie schnell euer PC ist, was für Leistung er hat, dementsprechend dauert der Test. Aber wie gesagt, das Ganze hat nichts mit der Leistung eures PCs zu tun, sondern nur rein des Browsers. Wir lassen euch mal alleine mit ein wenig Musik, bis das Ganze abgeschlossen ist. Der Test ist gleich fertig und wir haben den Test jetzt fertig. Und nun sehen wir jetzt das Ergebnis, was hier rausgekommen ist. So, eine kleine Pause, steht auch hier Breakdown. Und wir wollen hier natürlich das Ergebnis, das heißt, wir haben hier 1201,65 Punkte mit diesem Browser und werden jetzt mal einen anderen Browser ausprobieren. Wir haben jetzt den Test mit den Opera Browser, das jetzt auch hier gemacht, und kommen natürlich auf ein niedrigeres Ergebnis. Wir wollten nicht den ganzen Test mit euch da durchmachen und euch langweilen, aber ihr seht, wer hätte das gedacht, dass der Edge Browser den Opera schlägt? Das hätte ich nicht gedacht. Und nicht erschrecken, haltet euch fest, das ist das Ergebnis des alten Edge. Das seht ihr hier, dass ich den geöffnet habe. Ja. Das heißt, hier haben wir das Opera-Ergebnis, seht ihr hier das Logo, und hier haben wir das Ergebnis des alten Edge-Browsers, und das ist erschreckend. Und natürlich seht ihr auch jetzt, wieso hier Microsoft reagiert hat und gesagt hat, wir müssen da was ändern. Also meiner Meinung nach ein super toller Browser, der natürlich noch in der Entwicklungsphase ist, Beta-Version. Nach wie vor Nachteil, wenig Erweiterungen oder Add-ons oder gar keine. Keine VPN-Funktion, und natürlich habe ich hier, was ich hier am meisten vermisse, ist die Ansicht, die ich hier am liebsten habe bei der Opera-Version, wenn ich hier zum Beispiel auf das Plus starte oder eine neue Registerkarte öffne, dann habe ich diese Ansicht, und das finde ich mittlerweile am schönsten von allen Browsern. Aber natürlich, das ist jede Geschmackssache, jeder hat einen anderen Geschmack, mir gefällt es am besten. Ob ihr das testet, ob ihr den Browser verwendet, das bleibt natürlich euch überlassen. Wir wollten euch das näher bringen und euch wissen lassen, dass hier Microsoft daran arbeitet und dass dieser demnächst erscheinen wird. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt diese in den Kommentaren. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen, euer Windows Power.de Team.